Ehrlich gesagt haben wir uns gar nicht so wirklich damit beschäftigt. Also klar, man hat es in den Medien mitbekommen, aber wir selber haben das Spiel nicht gesehen und deswegen denke ich, werden wir uns da jetzt auch nicht so große Gedanken drüber machen. Ich meine, hier ist eine Weltmeisterschaft, jeder will gewinnen, jeder wird das Maximum raushauen und von daher wird man sehen, wie es kommt. Es ist ein Spiel wie jedes andere auch. Wir wissen, dass wir Vollgas geben müssen, dass wir dagegen halten können, aber ja, besonders beschäftigen tun wir uns jetzt damit nicht. Wir sind bei einer Weltmeisterschaft. Jeder haut alles rein, jeder versucht alles, um die Spiele zu gewinnen. Und von daher werden wir genauso in die Spiele gehen. Wir werden genauso versuchen, ja, mit viel Physis dagegen zu halten. Und von dem her, wie gesagt, werden wir uns nicht wirklich viel damit beschäftigen. WM-Finale. Nein, also natürlich, ja, wir haben eine super Europameisterschaft gespielt und wollen dementsprechend das bei der WM jetzt auch bestätigen und spielen um den Titel. Vom Lagerkoller haben wir jetzt noch nicht wirklich was, weil wir sind erst den dritten Tag hier. Aber natürlich ist es immer schön, wenn wir Fans beim Training haben. Und ja, ich glaube, keiner von uns war bis jetzt in Australien und dann eben auch mal mit den australischen Fans in Kontakt zu kommen. Ich glaube, es kommen auch relativ viele. Ja, es ist natürlich ein cooles Erlebnis dann jetzt auch. Also ich habe mir jetzt tatsächlich keine Liste oder so gemacht. Wir haben, wie gesagt, morgen einmal ja, so einen Ausflug. Wir gehen zum Whale-Watching und das ist auf jeden Fall cool. Aber wir haben jetzt nichts, was man ja auch planen kann. Wir wissen nicht, wie weit wir im Turnier kommen. Ich werde mit Sicherheit auch nicht hierbleiben. Deswegen freue ich mich auf den Tag morgen und mal sehen, ob wir dann eventuell nochmal in die Stadt Sydney oder so kommen. Also hier ist es super. Ich meine, klar, heute regnet es, aber im Großen und Ganzen, das Wetter ist optimal. Hier sind super Fußballbedingungen. Das ganze Basecamp hier ist wirklich, ja, man kann nichts aussetzen. Und wir fühlen uns super wohl hier und sind sehr zufrieden, dass wir hier sind. Ich würde schon behaupten, dass wir eine sehr gute Stimmung haben, dass wir uns einfach alle super wohl fühlen in der Mannschaft, dass wir froh sind, hier zu sein und dass sich jeder einfach extrem aufs Turnier freut. Das merkt man bei jeder einzelnen Spielerin.